kaputt, 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 kaputt. Oh. So, gib mir mehr Hühnchen. Oh. So, du musst gleich sterben. Deswegen schieß bitte nach oben. Und dann mache ich dich hier kaputt. So, alles leer. Hatte ich gar nicht vor, aber jetzt sind alle tot. Wow. Synchronschleudern, sehr schön. Aber ich glaube, ich stelle mich da nicht zwischen. Das muss echt nicht sein. Und was mir gerade auffällt, wir haben fast so viel Gold gemacht, wie ein Hokage das normalerweise machen würde. Ich will nicht wissen, wie gut ein Hokage jetzt geht, diesen wir. Aber ja, die Durststrecke dürften wir hinter uns haben. Mit jedem Leben werden wir jetzt einigermaßen Geld machen können. Und uns dementsprechend schneller die Upgrades holen können. Um wiederum schneller voranzukommen. Wow. Oh, in der falsche Richtung. Komm, schieß. Na. So, tot. Nein. Das war ein wenig schlampig. Oh, na gut. Wir haben 9000 Gold. Ich kann jetzt so schlampig sein, wie ich will. Wir kommen mit einem guten Gehalt nach Hause, wollte ich schon sagen. Jo. Mehr als ordentlich. 12.300. Zing, zing, zing. Hier war Pomme de Terre, ne? Ja, das sollten wir, glaube ich, nicht machen. Jetzt mehr, was kann das sein? Ja, wahrscheinlich Einbildung. Ein Raum voller Gegner und dabei sind mehrere Augen. Nö. Und die Todesbrüder. Ich weiß ja nicht. Nee, 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 nee. Raus, 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 raus. Das schaffe ich nicht. Und das muss man sich auch eingestehen können, sonst ist das jetzt zu schnell vorbei. Oh. Oh. Das sind zu viele von diesen komischen Kugeldingern. Und da ist gerade eins davon kaputt gegangen. Wart mal. Wenn sie abprallen, kriegen sie ja Schaden. Irgendwann gehen sie kaputt. Und wenn sie kaputt gehen, kriege ich Lebenspunkte. Also wenn ich theoretisch ganz abgebrüht sein wollen würde, warte ich einfach, bis das Ding kaputt geht und kriege dann Lebenspunkte. Also in jedem Raum, wo diese Keulenschwinger-Typen sind, kriege ich so Lebenspunkte zurück. Aber so ganz geht das nicht auf, weil der Typ hier ist schon überall gegen gedonnert und scheint nicht so wirklich kaputt zu gehen. Da muss es noch irgendwas geben, was das beeinflusst, wann die kaputt gehen. Ich könnte versuchen, gegenzuschlagen, aber ich weiß ja nicht. Oh. Nö, den geht nicht kaputt. Schade. Na gut, dann sehe ich es einfach als Bonus an, wenn denn eins davon kaputt geht. Oh. Ah. Ja, kommt hoch. Kommt schon, Jungs. Ihr wollt doch einfach nur sterben. Sehr schön. 15.300 Gold. Hoch. Dafür halten wir auch nur noch zwei Treffer aus. Wenn überhaupt. Wow. Ja, wenn überhaupt. So, dich hätte ich noch ganz gerne, aber du bist gar keine Truhe. Du bist ein Schmarm-Ding. Oh. Das Ding ist schneller als wir.
Wow, 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 wow. Weg, 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 weg. Okay, okay. Ganz ruhig. So. Kaputt. Ah. Da hinten ist eine Kanone. Oh. Und so ein Anstürmding. Sehr schön. So, Kanone. Kann ich nicht von hier unten erwischen. Muss ich also so erwischen. Oh, oh. Okay. Trotzdem halten wir immer nur noch einen Treffer aus. Wenn überhaupt. Und ich denke nicht, dass ich diesen Raum überstehen werde. Alternativen. Wow, sind das viele rote Punkte. Alternative wäre, wir gehen zurück nach links und verlassen diesen Horrorraum Richtung Süden. Also unten. Den hier. Oder wir sterben einfach. Aber für einen Paladin sehr, sehr gut geschlagen. Ja. So, und jetzt gibt mir noch Hokage. Space Sword, Spielung Kette. Nö. Assassin, Assassin, Spell Sword. Aber ein Spell Sword, der mit jedem Schlag kaputt machen MP zurückbekommt. Was ist? Und du hast zwei linke Hände und kannst nicht ordentlich zaubern? Das klingt nicht sehr gut, aber ich weiß nicht genau, was es macht. Ein flexibler Assassin und... Oh, das ist... Na gut, gucken wir, was der macht. So, 16.000 Gold. Alles auf Angriffskraft und Lebenspunkte. So, du. Du schmeißt die Sachen nach hinten. Es könnte das Ganze dezent erschweren. Oh, war ja nie. Bei dem Char mache ich mir nicht die Mühe, jetzt noch das Equipment irgendwie anzupassen oder sonst irgendwas. Der wird einfach nur sterben. Er kommt nicht weit. Und wenn ich dafür sorgen muss, ich will was ordentliches spielen. Also OCD ist echt super für den... Oh. Oh, oh. Ich muss mich jedes Mal umdrehen, wenn ich zaubern will. Komm, stirbt einfach alle hier in dem Raum. So. Mann, 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 Mann. Komm, gib mir wenigstens ein, zwei gute Pisten. Oh. Aber ja, macht schon gut Schaden, kann man nichts sagen. Also an sich, wie gesagt, die Klasse habe ich am Anfang ziemlich unterschätzt. Jetzt geht sie eigentlich. Aber nicht mit dieser falsch rum Geschichte. Oh. Oh, was haben wir hier? Ein imperiales Schwert. Oh ja, das könnte was sein. Das könnte ordentlich sein. So, die andere Truhe auch noch. Und dann hat dieses Leben mehr erreicht, als ich damit überhaupt wollte. Quietsch, quietsch, quietsch. Au. So, alle hopp. Alle hopp. Gold, ja, sehr schön. Au. Oh, Lebenspunkte zurück. Ja, okay. Ich wollte das Ganze eigentlich nicht unnötig in die Länge ziehen, aber okay. Oh, das ist noch ein Magier. So. Oh. So, Gott. Oh ja, doch. Hält sich besser als gedacht. Oh, oh.
Schwing, schwing. Schwing, 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 schwing. Kaputt. Sehr gut. Hier ist hier gar nichts mehr. Okay. So, oben links ist noch ein Raum. Genau hier. Kein Springen. Okay, dafür ist das Leben noch perfekt geeignet. Wusch. 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 Sehr schön. Retaliation fürs Schwert. Ich weiß nicht, wie das Bild aussehen soll. Wenn wir jetzt wirklich die ganze Ausrüstung auf Retaliation ausmachen. Und es gibt ja wirklich Ausrüstung, die das auch macht. Und dann noch die Runen dazu, die das auch nochmal macht. Wenn wir getroffen werden, ist der Gegner einfach tot. Aber wir werden ja durchgehend getroffen. Und zwar hoch getroffen. So viele Lebenspunkte kriegen wir niemals nicht irgendwie zurück. Das kann echt nur vom Bosskampf sein oder so. Aber gut, jetzt hätte ich gerne einen ordentlichen Spieler. Wir hätten eine Spielungskette, die klein ist. Ne, komm, nochmal. Paladin wäre schon besser. Lich Queen, Assassin. Okay. Paladin Leonie die Vierte. Ist ab und an am Pupsen. Und hat keinen Fußpuls. Das ist schon mal gut. Bestätigen. 4000 Gold. Dafür hätten wir gerne eventuell das Schwert. Und es macht mehr Schaden. Gott, danke, 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 danke. So, muss irgendwas geändert werden für den Paladin. Doppelsprung ist richtig. Runen sind richtig. Ist alles gut. Okay, das heißt, wir können das Gold für was ausgeben, aber wir haben nichts, was so billig ist. Okay. Aber wir haben jetzt... Ups, ups. Wir haben jetzt, seitdem wir das letzte Mal Paladin gespielt haben, zwei, dreimal Angriffskraft noch erhöht. Und jetzt noch ein Schwert, das nochmal 14 mehr Angriffskraft hat. Was 7 Steigerungen entspricht. Also wir dürften jetzt Sachen two-hitten können, auf jeden Fall. Wie dich da unten zum Beispiel. One Hit, sehr schön. Okay, du bist noch ein Dreifach-Hit, aber damit kann man arbeiten. So, ich prognostiziere dieses Leben 8000 plus Gold. Versteht sich. Na, du warst jetzt immer noch 3. Das ist nicht so schön. Da unten ist noch einer. Au. Kaputt, 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 kaputt. So, komm, mach Ende da. Genau. So. Schon wieder einer. Was ist denn los mit euch in letzter Zeit? Also ein, zwei Mal noch Angriffskraft erhöhen. Dann kann auch ein Paladin hier durchrocken wie ein... So. Kaputt. Lebenspunkte sehen aber nicht ganz so toll aus. Sollten echt ein bisschen vorsichtiger sein. So, abwarten. Kaputt, kaputt, kaputt. Du bist kein... Nein, bist du nicht. Da unten sind Ritter. Das ist nicht so schön. Aber 3 Schläge und tot. So, ich hätte jetzt gerne einen Übergang zur Hölle, um Lebenspunkte zu bekommen. Das ist nicht der Übergang zur Hölle. Auch wenn ich mir so die Hölle vorstelle. Lauter grüne Plattformen und Stacheln. Ups. So. Und das alles für so ein paar Münzen. 1, 2, 3, so. Wollen wir überhaupt nach rechts? Nö, erstmal nicht. Erstmal will ich kurz noch hier oben links und rechts die Räume angucken. Alle Gegner besiegen. Für so ein super Ding. Also eine Diamantruhe. Dann kann ich leben. Ups. Oh. Kaputt, kaputt. Oh, runtergeschubst. Und der ist irgendwo dran gestorben, also werden da Stacheln sein.
definitiv Stacheln. Bye bye. So. Kaputt. Jetzt fehlst nur noch du. Nee, einer fehlt noch. Ah, du was? Genau, du fehlst. Warum kriegst du keinen Schaden von den Stacheln? Doofes Ding. Oh, ganz vorsichtig. Ah, das ist so viel. Okay, komm mal weiter nach oben. So. Gib mir eine Springrune für die Brustplatte.